Es wird immer die Frage gestellt von jedem Menschen und auch begonnen, solange es Menschen schon gibt. Was ist der Sinn des Lebens? Stimmt's? Ich glaube, die älteste Frage der Welt. Und ich sage euch, jede Wahrheit, die sich jemand bildet, zum Beispiel zu diesem Thema, ist wahr. Wir werden dieses nie beweisen können. Wir können den Körper medizinisch weitgehend erklären und belegen. Wir können den Geist wissenschaftlich forschen und belegen. Das Thema Seele, das Thema, was ist nach dem Tod, warum sind wir auf der Welt, wird uns immer vor der Wissenschaft verborgen bleiben. Und ich sage immer, das ist gut so. Somit kann jeder von uns das wählen als Wahrheit, wo er sagt, das ist für mich stimmig. Ihr könnt ewig suchen. Wir werden die Antwort bewiesen und so nie finden. Und das ist gut so. Deswegen haben wir die Freiheit, dass wir uns unsere eigene Wahrheit kreieren können. Was ist der Sinn des Lebens? Ich möchte euch mal meine Wahrheit wiedergeben. Ob die stimmt, das weiß ich nicht. Die stimmt genauso wie deine Wahrheit und genauso wenig wie deine Wahrheit. Jede Wahrheit, die wir wählen, hat die Eigenschaft, dass sie sich bewahrheitet. Wir werden da morgen noch viel darüber hören. Ich habe mal eine Version gewählt, wie es vielleicht sein könnte. Es ist nur meine Version, die ich für mich für rund angesehen habe. Vielleicht kann ich euch auf die Reise mitnehmen, muss aber gar nicht sein. Aber vielleicht erlaubt ihr mir, dass ich sie euch mitteile. Stellen wir uns mal vor, wir alle sind Seelen. Wir sitzen im Reich des Absoluten, im Himmel, wenn man so will. Wir sind uns unserer Macht bewusst, wir sind Götter. Wir können ganze Planeten, Universen erschaffen, Landschaften. Wir können sofort manifestieren, wir können alles tun. Es ist alles schön, es ist alles in Harmonie. Es ist Sonne, es ist Zuversicht, es ist Größe, es ist Stärke, es ist Liebe, es ist alles vorhanden. Eines Tages kommen wir Götter auf die Idee, dass wir ein Spiel machen, ein Experiment. Jeder von uns schickt einen Avatar auf den Planeten Erde. In dem Moment, wo er durch den Kanal geht und inkarniert, vergisst er, dass er ein Teil von uns ist, dass er selber Gott ist, dass er unglaublich mächtig ist, dass er in der Lage ist, alles schön im Leben zu erleben, seine Größe zu spüren, Planeten zu erschaffen, die Welt verändern, über sich hinauswachsen, andere mit an die Hand zu nehmen. Er kann alles. Aber er weiß es nicht. Das Spiel in diesem Leben ist Zielsetzung Nummer eins, dass diese Avatare, diese Seelen auf dem Planeten, erkennen, wie groß und mächtig sie sind, welche Fähigkeiten sie haben und aus ihrem Leben ein wahres Meisterwerk machen und letztendlich diese Welt der Dualität, sprich der Planet Erde, genauso wie den Himmel, sprich das Reich des Absoluten, zum Paradies machen. Wenn alle verbunden sind, wenn sich alle helfen, wenn alle in der Macht sind, dann ist ein zweites Paradies entstanden. Stellen wir uns mal vor, es wäre so gewesen, okay? Wir sitzen alle oben am Himmel, wir können beeinflussen, dass wir sagen, mein Avatar wird in Niederbayern geboren. Der kommt
in eine Familie als sechstes Kind auf die Welt. Vielleicht geben wir ihm genetisch etwas mit. Wir haben uns vielleicht dabei was gedacht. Vielleicht sagen wir, er soll so wie ich nicht in einem reichen Elternhaus aufwachsen, sondern genau dadurch hat er die Möglichkeit zu erkennen, dass die Geburt, woher ich komme, gar nicht wichtig ist. Wir können ihm vielleicht mit Schönheit belegen, vielleicht mit Krankheit, egal, wir haben einen gewissen Einfluss, wo er hinkommt, in welche Familie, mit welchen Voraussetzungen, vielleicht auch mit welchen Talenten. Wir sitzen da oben und wir beobachten das Spiel. Vergesst nicht, die Zielsetzung ist, dass sie ihre Macht erkennen und ihre Größe und daraus ein zweites Paradies, eine Welt voller Harmonie, Freude, Erfolg, Reichtum, Anerkennung, alles schaffen, wie im Himmel auch. Und die Avatare laufen los. Wir sitzen oben und beobachten und sagen, Gottes Willen, was ist denn da passiert? Wir haben Götter auf die Welt gesandt. Sie müssen nur erkennen, und sie haben es in sich. Jeder von uns, wenn wir mal überlegen, von uns Avatare, spürt ja frühestens als Kind, irgendwann aus meinem Leben wird einmal was Besonderes. Kennt ihr das? Irgendwas passiert in meinem Leben. Bei mir, da ist viel drin. Du kannst einem Kind die Träume nicht ausreden. Es weiß es. Weil wir vielleicht als Spieleleiter oben ihm auch nur die Zuversicht und den Mut geben, an sich und an seine Macht zu glauben. Aber die Welt läuft anders. Diese Götter benehmen sich wie Flaschen. Sie knicken vor jeder Kleinigkeit ein. Jede Herausforderung ist zu groß. Sie nehmen ihre Werkzeuge, um sich gegenseitig zu schaden. Sie reden bereits auf Kinder ein, wo sie sagen, hör auf zu träumen, sei realistisch. Wir gehen vielleicht sogar auf Kinder los. Wir behindern sie. Wir stürzen andere, die Zuversicht bringen. Wir gehen kritisch durch die Welt und schwächen uns selbst. Wir erkennen nicht, dass wir nichts lernen müssen auf dem Planeten. Auch wenn ihr an so etwas glaubt, wir sind nicht zum Lernen da. Ich sage immer, wir bekommen deswegen eine Herausforderung, um zu erfahren, sind wir groß genug für diese Herausforderung. Damit wir erkennen, dass wir Götter sind, dass wir mächtig sind. Hätten wir keine Herausforderungen, könnten wir uns nie messen und nie erfahren. Nehmen wir mal an, es wäre so. Und alles, schaut euch jetzt an, wo wir hingehen. Sie bekriegen sich, die Menschen. Sie bringen sich um, verbal, körperlich, geistig. Wir kämpfen, obwohl ein Gott nicht zu kämpfen hat. Wir probieren sie nur zu inspirieren, aber sinnlos. Wir haben noch den Einfluss, dass wir sagen, komm, wenn ich meinen Avatar vielleicht mit deinen Avatar zusammenbringe, vielleicht macht es Klick. Und man bringt sie vielleicht in so einen Raum zusammen. In der Hoffnung, dass sie jetzt, auch wenn sie nur ein paar hundert sind, die Welt zu einem besseren Planeten machen, Richtung Paradies. Aber sie gehen wieder raus und sagen, das war toll, dass ich erfahren habe, wie groß ich bin. Aber ich muss mich ja morgen wieder darum kümmern, wie es weitergeht. Ich muss wieder eintreten in den Kampf der Maschinerie. Ich muss wieder die Ellbogen ausfahren. Ich muss wieder schützen. Und wir sitzen oben und wir sehen dieses Ziel, diese Prävention, dass wir uns einig werden, dass wir verstehen, dass wir alle miteinander verbunden sind, ist ziemlich, wenn nicht gänzlich, gescheitert. Es gibt eine zweite Spielregel. Spielregel Nummer eins ist, dass wir alle erkennen, wie groß und mächtig wir sind und aus unserem Leben
ein wahres, schönes Leben machen und die Welt dabei mitnehmen. Die zweite Spielregel ist, jeder von uns hat sich eine Berufung ausgesucht, für die er mit Talenten, Fähigkeiten, Interesse ausgestattet wird. Das heißt, wir suchen den Bereich des Erfindens, des Werkzeugmachens, des Handwerks, der Medizin, des Forschers, egal. Wir suchen einen Bereich aus, in dem wir mit genügend Fähigkeiten, Intelligenz, hoher Auffassungsgabe, Talenten, Freude beseelt sind. Wenn wir diesen Bereich leben, sind wir natürlich überragend. Und es ist der Bereich, da wo wir glücklich sind, da wo wir nicht auf die Uhr schauen, da wo wir das gerne machen, wo wir dafür brennen, wo unsere Intention dafür ist. Und wenn wir diese Berufung gefunden haben und sie leben, dann brauchen wir niemals arbeiten, sondern wir tun das, was wir lieben können und dazu befähigt sind. Wir bekommen von unserem Spieleleiter einen Flow, wir bekommen Rückenwind. Alles ist einfach auf den Planeten. Als kleine Kinder sieht man schon, dass wir 1000 Spielsachen haben, aber wir spielen immer mit dem Gleichen. Der mit der Berufung Arzt kann 1000 Spielsachen haben, der läuft immer mit dem Doktorkoffer rum. Der große Musiker sitzt nur am Schlagzeug. Versteht ihr, was ich euch sagen möchte? Wir sehen es ja schon in den Kindern, in den kleinen, jungen Jahren. Aber nein, zuerst kommt die Arbeit, dann kommt das Vergnügen. Wie viele gute Sportler hat es gegeben, wo man gesehen hat, der kann Profi werden? Vielleicht wird er sogar der beste Läufer, der beste Fußballspieler, der beste Eishockeyspieler, der beste Leichtathlet der Welt. Er hat die Fähigkeiten, die Veranlagung, die Talente, das Interesse, hat alles dazu. Und die Eltern sagen, zuerst machst du dein Abi fertig und dann studierst. Und wenn dann noch Zeit übrig ist, kannst du es ja noch machen. Wir sitzen oben und schauen auf die Welt und sagen, Gottes Willen, was ist denn hier passiert? Unsere Avatare gehen jeden Tag arbeiten. Etwas, was sie nicht wollen. Wo sie keine Fähigkeit, keine Talente, keine Freude haben. Sie schauen auf die Uhr, es ist zum Kotzen. Wir helfen ihnen. Wir nehmen ihnen ihren Arbeitsplatz vielleicht weg, damit er jetzt nachdenken kann und sagt, stimmt, ich war ja nie der Hausmeister, sondern ich bin XY. Weil er ist dafür berufen, damit er der Menschheit in seinem Zweig etwas macht, etwas tut, etwas erfindet, wo er die Evolution der Menschheit nach vorne bringt. Die Menschheit ist gewachsen in der Evolution. Das heißt, es musste Menschen geben, die als Erster etwas getan haben, was keiner für möglich gehalten hat. Was er sich denkt an die Musik, ein Beethoven, ein Mozart, ein Schubert, ein Robbie Williams, es ist egal, von wem ich rede. Das sind Berufene, die es erkannt haben. Und genauso in jedem anderen Bereich und in jedem einzelnen von euch. Und obwohl es so ersichtlich ist, obwohl euch heute noch jeder sagt, wer du bist, wenn deine Freunde sagen, ah, jetzt bist du wieder in deinem Metier, kennt ihr diesen Satz? Jetzt ist er wieder in seinem Bereich. Du wärst das und das. Und du verschiebst es, du gehst wieder deinen Weg des Kampfes. Und du gehst zum Arzt, du lest deinen alten Lesezirkel und zack, geht schon wieder über diesen Bereich. Du schaltest den Fernseher ein. Auch hier hat die Seele wieder eingegriffen und zeigt dir wieder deinen Bereich, wo deine Berufung ist. Und alle wir, 99%, leben an unserer Berufung vorbei. Wir leben in unserer Schwäche und wir leben nicht dafür, wo wir vorgesehen sind. Ein Paradies zu schaffen, heißt, glücklich zu sein. Nicht zu spielen, sondern zu sein. Das zu tun, wofür wir da sind. Unsere eigene Größe erfahren und sie leben. Und die Erkenntnis zu gewinnen, dass wir alle verbunden sind. Wir sind alle eins. Und in jedem Religionsbuch liest du, das, was du dem Geringsten von uns angetan hast, hast du dir selber angetan. Tja, und wir beobachten die Welt. Und es ist traurig. Es ist sehr traurig.
Bis vor dem heutigen Tag werden der Großteil von euch niemals aus freien Stücken ohne Anleitung über Glasscherben gegangen. Wäre niemals auf die Idee gekommen, so verrückte Dinge zu tun, wie Stahllöffel zu biegen, stimmt's? Oder Bretter mit der Hand durchzuschlagen. Oder morgen vielleicht einen Hurricane zu stoppen. Oder wie morgen vielleicht telepathisch Einfluss auf eine ganze Gruppe zu nehmen. Sich zu verbinden mit der göttlichen Energie. Vielleicht hat uns jemand heute zusammengebracht. Und ich habe euch nicht viel erzählt heute. Ich habe euch viel gezeigt. Und ich habe euch viel erfahren lassen. Worte verpuffen. Gesehenes oder Gehörtes verschwindet. Erlebtes bleibt für immer. Es ist an der Zeit, dass wir unsere Größe leben. Es geht nicht darum, morgen wieder über den Glasscherbenlauf zu absolvieren, sondern es geht darum, dass wir morgen das, was wir schon immer machen wollten, was wir schon immer erreichen wollten, was wir schon immer verwirklichen wollten, es umzusetzen. Ihr seid groß genug. Und es geht nicht darum, in einem Beruf, den wir nicht mögen, neuer Gehaltsstufe höher zu kommen, sondern rauszufinden, was ist meine Berufung und dann auf den Weg zu machen. Es geht nicht darum, dass wir einzeln durchs Leben gehen, sondern wir müssen durchs Leben gehen, das Schöne an jedem Meisterwerk von euch zu sehen. Wisst ihr, keine Schneeflocke ist gleich. Kein Mensch ist gleich. Jeder Mensch ist ein Wunderwerk. So sehe ich euch. Ihr seid lauter Götter in Menschengestalt. Und es ist erbärmlich, wenn wir reden, wie schwer wir es haben, wie steinig der Weg zur Arbeit ist, wie ungerecht es ist, wie böse die Politik ist. Ihr könnt alles verändern. Ich werde es euch morgen zeigen. Und vielleicht habt ihr heute einen Einblick dazu bekommen. Ja, vielleicht hat uns jemand zusammengeführt. Ich streiche das vielleicht. Wir haben uns nicht umsonst getroffen. Vielleicht ist es einer der letzten Versuche. Es ist 5:12. Wisst ihr, 2/3 der Menschheit, ich rede bei 2/3 der Menschheit von knapp bis 6 Milliarden Menschen, 5, irgendwas Milliarden Menschen, die weniger Geld als 1 Euro am Tag zur Verfügung haben. Und mit weniger meine ich, dass die meisten gar nichts haben. Sprich, vor unseren Augen verhungern. Kinder, Erwachsene. 2/3 der Menschheit, wieder fast 6 Milliarden, haben nicht fließendes Wasser oder Elektrizität. Wir schauen zu, es ist ja nicht unser Bereich, es ist ja nicht unser Land. Ja, die Frage ist, müssen wir so weit gehen, dass wir uns über andere Länder Gedanken machen, wenn es stimmt, dass wir alle verbunden sind, sollten wir aufwachen. Ich möchte euch nicht auffordern, dass ihr beginnt zu spenden, sondern wir müssen beginnen mit unserem Geist, mit unserer Einstellung, mit unserer Lebensart die Welt zu verändern. Wir müssen aufhören zu erklären und zu reformen, wir müssen es zeigen. Es ist der Moment, wo ich euch, jeden einzelnen von euch, die Fackel weiterreiche. Ihr seid nicht umsonst da. Zeigt den Menschen, wie schön es ist, im dauerhaften Energiefluss zu sein, das Schöne zu sehen, die Kranken zu helfen, die Einsamen Gesellschaft zu spenden und nicht so, wie es jetzt ist, dass vor unserer Haustür die alten Menschen an Einsamkeit sterben. Vor deiner Haustür, vor in deiner Straße. Du machst nur die Augen nicht auf. Wir müssen jetzt ansetzen, wir müssen Vorbild sein. Wir müssen anderen Mut machen. Wir müssen den Schwachen helfen, wenn sie stark sind, helfen sie dir. Wir sind eins. Das müssen wir verstehen. Wer es heute nicht verstanden hat, ist schwierig. Nochmals, ich habe euch so viele Botschaften mitgegeben. Aber die wichtigste ist, ihr seid heute als Fremde gekommen und sitzt jetzt als Freunde da. Gell?
Und so könnte die ganze Welt sein, wenn Brüder endlich Brüder werden. Geht in eure Größe. In eurer Mappe übrigens findet ihr einen oder zwei Zettel, ich weiß es nicht, wo wir euch behilflich sind, eure Berufung zu finden. Ihr braucht den nur abgeben, hinten am Tisch, und es wird sich jemand von meinen Coaches bei euch melden und der wird mit euch ein kostenloses Berufungsfindungscoaching vereinbaren. Wir machen das seit Jahren bei mittlerweile über Tausenden. Das ist ein Dienst an die Menschheit. Wir haben so viele Menschen die Berufung gefunden und ihnen geholfen, das zu leben. Das war dann der Tag, wo sie aufgehört haben, für immer im Leben zu arbeiten. Wenn ihr vielleicht schon wisst, was eure Berufung ist, und ich spreche vielleicht auch jene an, die sagen, ich weiß, ich möchte gerade in dieser geistigen Entwicklung mit dabei sein. Ich möchte Therapeut werden. Ich möchte Trainer werden. Ich möchte Coach werden oder egal was auch immer. Werde ich euch ein Angebot machen, wir haben etwas extra dafür entwickelt, wo ihr kein Risiko habt, wo ihr ganz schnell Geld verdient, wo ihr in der Sicherheit seid, wo ihr Menschen helft, wo ihr den Planeten verändert. Auch dazu ist ein Zettel, kreuzt es an, ich schicke euch die Informationen. Was tun wir aus diesem Wissen? Lebt eure Berufung. Macht ein Traumleben aus eurem Leben. Macht wirklich ein Traumleben. Und lasst es den anderen mit teilhaben. Die meisten Menschen auf diesem Planeten, und das betrifft oder hat uns alle betroffen, haben immer Angst vom Versagen. Wir haben Dinge vor, die wo wir gerne hätten. Oder wir möchten ein Problem regeln, was unbedingt weggehen soll. Aber wir haben Angst anzugreifen und anzufangen, weil was wäre, wenn wir versagen? Warum wir nicht in die Stärke kommen, ist bei den meisten Menschen, weil wir Angst haben zu versagen. Leute, jetzt bekommt ihr ein neues Problem. Ihr habt jetzt keine Angst mehr zum Versagen, sondern jetzt bekommt ihr die Angst vor der eigenen Größe. Wir haben Problem 1 ausgetauscht. Vom Versagen braucht ihr keine Angst mehr haben, sonst hättet ihr das heute alles nicht getan. Jetzt kommt die zweite Frage. Hast du Angst vor deiner Größe? Und ja, auch ich hatte in meinem Leben, wie ich erkannt habe, dass ich viel größer und mächtiger bin, als ich je gedacht habe, bekam ich Angst. Ich konnte nichts damit anfangen. Das hat mir noch nie jemand gelehrt. Vielleicht bin ich doch am falschen Weg, vielleicht bin ich mittlerweile durchgedreht, habe ich mich gefragt. Und ich sage euch, wir sind alle nicht durchgedreht. Wir haben die Situation, wenn wir klein sind, haben wir Angst vorm Versagen. Jetzt nach dem heutigen Tag müsst ihr euch die Frage gefallen lassen, habt ihr die Größe, eure Größe zu leben? Wenn ihr morgen nach Hause geht und macht aus dem nichts, habt ihr die Antwort gegeben. Ihr werdet morgen teleportieren. Wir werden morgen, wie gesagt, Wunder machen, obwohl ich selber nicht weiß, was mir erwartet. Das heißt, nicht Angst vom Versagen und nicht Angst vor der eigenen Größe. Was macht ihr, wenn ihr dann nach Hause geht? Leute, aufstehen jetzt, es ist soweit. Der Tag war nicht umsonst. Die Welt wartet auf euch. Das ist unser Auftrag. Es war noch nie entscheidend, wie viele Menschen etwas tun. Es ist nur entscheidend, dass es welche tun. Es gibt eine Geschichte, die ich immer gerne erzähle, denn sie verdeutlicht sehr, sehr viel. Irgendwann in den 1900 bis 1950, 52, ich weiß es nicht mehr genau,
war es unmöglich für alle Menschen, die das wollten, eine Meile unter 4 Minuten zu laufen. Es begann bereits im alten Rom bei den ersten Athleten, die vorgehabt haben, eine Meile unter 4 Minuten zu laufen. Der ganzen Menschheit, Jahrtausenden von Jahren, blieb es vorenthalten. Bis ein Mann kam, Roger Bannister, ich glaube, er durlief 52, 54, als erster die Meile unter 4 Minuten. Ist erstaunlich. Aber deswegen habe ich es euch nicht erzählt. Sondern im gleichen Jahr, nachdem Roger Bannister diese Bestmarke aufgestellt hat, haben es weitere 79 Menschen erreicht. Im Jahr darauf über 200. Und heute ist es normal. Warum Roger Bannister? Die Kraft, die Zuversicht, den Glauben, die Stärke, die Liebe dazu hatte, es umzusetzen, weiß ich nicht. Aber sein Vorbild, ein einziger Mensch, revolutioniert oder kann alles revolutionieren. Versteht ihr, wenn ihr euch morgen darum kümmert, über die kleinen Problemchen, beweist ihr eure Kleinigkeit. Wir müssen zusammenstehen. Lasst uns weiterentwickeln. Lasst uns gemeinsam einen Weg gehen. Lasst uns größer werden. Unsere Schüler kann jeder eine Geschichte von sich erzählen. Wenn ihr das unglaubliche Buch kauft, lest ihr Geschichten, wo ihr sagt, das gibt's nicht, das kann nicht wahr gewesen sein. Aber da stehen 110 Wunder drin von Menschen mit Bild und Name, die sagen, ich habe das erlebt, ich war dabei. Da hinten im Team sitzen Menschen, die waren tot geglaubt. Blinde, die wieder sehen können. Ein Besus hatte 8 Live-Score-Punkte von möglichen 180. Das ist tot. Körperlich, finanziell, familiär, alles. Und es geht. Sie stehen wieder da. Mehr denn je. Das ist Leben. Das ist Leben. Deswegen sind wir da. Wenn ich euch jetzt sage, ich liebe euch, dann werdet ihr vielleicht sagen, du kennst mir gar nicht persönlich. Wie kannst du das sagen? Da ich aus dem Gefühl der Liebe komme, mich dafür entschieden habe, kann und will ich nicht anders. Ich liebe euch wirklich. Und ihr habt mir einen wunderbaren Tag gegeben. Ja, ich habe euch viel gegeben. Ich habe euch viel gezeigt. Ich glaube, ich habe euch mehr gezeigt, wie der andere Mensch euch vielleicht im Moment geben kann. Aber ihr habt mir mindestens das Gleiche zurückgegeben. Weil jetzt habe ich nicht nur die Hoffnung, dass wir was drehen, sondern ich bin sogar über den Glauben gegangen, Richtung Wissen. Und das habe ich euch zu verdanken.